Dubai Rich, erkenne den Fake-Millionär, Nahim Sky. Da ich durchgehend von Fake-Millionären umgeben bin, schauen wir hier mal ganz kurz rein. Let's Big Baba Bubu Go Go. Die heutige Folge sind mein ganzes nach Dubai gereist. Wir drehen den Spieß nämlich heute um. Denn diesmal behaupten 4 Personen Millionäre zu sein und diesmal sind auch alle Millionäre, bis auf einer. Bedeutet, wir müssen den Fake-Millionär erkennen. Boom, Leute, mein Name ist Nahim Sky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, der Arm ist ein bisschen heiser. Ihr seht, wir sind hier heute nicht in Deutschland am Start. Wir haben ja schon gesagt, wir wollen ein spezielles Projekt machen. Heute drehen wir nicht Erkenne den Millionär, sondern Erkenne den Fake-Millionär. Das heißt, es wird heute 4 Millionäre geben. Nur einer davon ist nicht echt. So, und wir müssen gemeinsam herausfinden, wer die Wahrheit sagt und wer lügt. Freunde, wir haben hier noch etwas sehr, sehr Besonderes am Start. Wir sind hier heute nämlich zu Gast bei Majid. So, was geht, alles gut? Ihr kennt ihn sicherlich alle noch, Multimillionär. Sonst, wie geht's dir, Bruder? Alles gut? Alles gut, Bro. Was geht's? Freunde, in letzter Zeit habt ihr uns allgemein zu krass supportet. Dann erzähl du mal, wir haben heute was Besonderes für die Leute am Start. Vielleicht. Okay, das skippe ich ganz kurz. Ich habe damit nicht so viel zu tun. So. Wir fangen einfach direkt rein. Let's go. Right. Jungs, ihr wisst ja, wie das Prinzip funktioniert heute. Ey, ich kenne keinen davon außer Jamu, den ich bei diesem Dreh kennengelernt habe, mäßig so. Aber ich hab Bock drauf. Heute machen wir es nicht wie bei dir damals, dass wir den Millionär erkennen müssen, sondern heute müssen wir den Fake-Millionär erkennen. Das heißt, es kommen gleich 4 Leute raus. Alle sagen, sie sind Millionäre. Diesmal sind auch alle Millionäre, bis auf einer. Das heißt, einer lügt uns einfach rotzfrech an. Und wir müssen herausfinden, wer von den Teilnehmern ist sozusagen der Scammer. Genau, das heißt, wir machen es diesmal so, dass wir alle Echten rausvoten. Und der eine, der dann übrig bleibt, das ist dann der Fake-Millionär. Habt ihr schon gute Fragen im Kopf? Wie verdient du? Boah. Stark, Mann. Kannst du mir 20.000 Euro leihen? Alright, dann würde ich sagen, schnacken wir gar nicht groß rum, oder? Ganz wichtig, Freunde, bevor es wieder losgeht, check die bitte auch unbedingt alle ab. Alles von denen in der Beschreibung drin. Ganz, ganz wichtig. Freunde, würde ich sagen, schnacken wir gar nicht groß rum, sondern bitten unsere Multimillionäre mal rein, oder? Ey, mal rein, bitte! Der im Anzug, Digga, der cappt doch, oder? Der eine, der Fake-Millionär ist, der muss sich so schlecht fühlen. Alles Millionäre hier, ha? Huh? Was würdet ihr denn sagen, so euer erster Eindruck? Wer sieht für euch fake aus? Da ja auf jeden Fall 3 von denen Millionäre sind, lass mal einfach beste Freunde werden, ist gar kein Problem. Ganz kurz, Millionär in Euro oder in Dirham? Das ist... wir sprechen schon von Euro. Alle so, scheiße. Stimmt, Alter. In Dubai ist man ja relativ schnell Millionär, ne? Da geht es mal 4, ne? Ist also ab 250 bist du ja schon Millionär. Nein, bist hier ein Millionär? Ich stell mich auf die andere Seite, ne? Unser erster Eindruck, alle sind sehr, haben ein sehr gepflegtes Aussehen, Bruder. Alle sehr, ne? So, man kann gar nicht irgendwie... Er ist so übertrieben gekleidet, oder? Der ND-Squirt wirkt ein bisschen fake auf mich, muss ich sagen. Also, das ist so mein Eindruck. Weil oft ist es so, also ich habe das Gefühl, Millionären ist es scheißegal, ob es jetzt Markenkleidung ist oder nicht. Also. Keine Ahnung, würde ich jetzt nicht sagen. Ich sag's doch ganz rotzfrech. Also das klingt jetzt wirklich dumm, aber in heutigen Zeiten, wenn du Social Media machst oder irgendein Dropshipping oder sowas, eine Mio zu machen, ist ja dann nicht mehr so schwer. Wisst ihr, was ich meine? Das sage ich jetzt einfach mal so. Das ist natürlich jetzt ein hartes Statement so. Aber deshalb kann man, glaube ich, davon nicht mehr so aus. Ich glaube, eine Million heute ist nicht mehr so viel wert wie eine Million in den 50er Jahren. Gut, auch rein inflationsbedingt natürlich, klar. Also eigentlich kommt es darauf an, wie die es sich geben und was die genau zu den Sachen sagen, was die angeblich beruflich machen. Da würde ich sagen, schnacken wir gar nicht groß rum. So, statt einmal mit dem ersten vorne links, würde ich sagen. So, also, mein Name ist Markus, bin 29, bin jetzt mittlerweile seit 1,5 Jahren in Dubai und ich erzähle euch ein bisschen mal meine Story, wie ich quasi angefangen habe, wie ich Millionär geworden bin, was auf meinem Weg passiert ist. Ja, also ich war ein ganz normaler Arbeiter, ich habe Frühschicht, ich habe Spätschicht, ich habe Nachtschicht gearbeitet, ich denke, jeder von uns kennt das. Ja, ist Crypto, Bro, oder? Ich hatte nie Bock und vor 2 Jahren einfach eine Entscheidung getroffen, mit meiner Freundin zusammen in Deutschland komplett alles zu verkaufen, einfach mal komplett all in zu gehen. Haben eine Eigentumswohnung in Deutschland gehabt, haben die verkauft und wir hatten 400.000 Euro. Anfang des Jahres... Ganz kurz, warst du da schon selbstständig? Ich war ein ganz normaler Arbeiter, ja, hab alles verkauft und sind einfach nach Dubai. Und wir hatten 400.000 Euro Startkapital, davon, ihr wisst, Dubai-Leben ist teuer, Miete sind schon 10-20% weg und hab dann angefangen in Krypto zu investieren. Anfang des Jahres... Ich wusste es einfach. Also ein paar Monate später... Wo hast du rein investiert? In ein MLM-Unternehmen und natürlich auch in Bitcoin und Ethereum, ja, und verschiedene andere Altcoins. Es lief sehr
sehr gut. Ja, also zum richtigen Zeitpunkt investiert auf jeden Fall. Ein paar Monate später logge ich mich in meine Wallet ein, alles null. Ich hatte zu diesem Stand hatte ich ungefähr 800.000 US-Dollar und Anfang des Jahres wieder alles weg. Ja, ich war in Dubai mit 8.000 Euro. Aber warte, aber wie alles weg? Meine Wallet wurde gehackt und... Digga, er hat MetaMask nicht gebackt ab. Er hatte bestimmt MetaMask, Virus und dann nicht gecheckt mit einem Stick gebackt. Das war der Grund, warum ich eigentlich fast gar kein Geld mehr hatte. Auf welchem Portal warst du? Es war eine Börse, crypto.com nennt sich das. Vielleicht kennst du einen oder andere. Ich habe mich 3 Monate lang zu Hause eingesperrt, habe wirklich 3 Monate durchgehasselt. Wie kann denn deine crypto.com gehackt? War da? Exakt 27 Tagen hatte ich das komplette Geld wieder und da ist es so richtig losgegangen. Okay, angefangen mit Networken, mittlerweile ein Team aufgebaut von knapp 2000 Leuten. Ja, so bin ich zum Millionär geworden. Von 2000 Leuten? Ja. 2000 Mitarbeiter oder Leute, mit denen du zusammenarbeitest? In meiner Struktur quasi. Network Marketing. Also ihr könnt euch vorstellen, alles verkauft, all in. Ja, von Deutschland nach Dubai. Boah. Alles verloren, alles wieder aufgebaut und jetzt einfach beste Johnny, Leben. Danke für die Gift. Ich habe gehört, dass viele Millionäre sagen, selbst wenn sie alles verlieren würden, dass sie sofort wieder an dem Punkt sind, allein nur durch das Netzwerk. Weißt du, was mein Antrieb war? Ja, die haben mir zwar das Materielle genommen, aber die haben mir nicht das genommen. Ich habe es schon mal gemacht. Ja, ich weiß, wie es funktioniert. Und ich stelle mir die Frage, oder habe mir die Frage gestellt, wieso mache ich es nicht nochmal? Ja, und das hat genau 27 Tage gedauert und ich hatte alles, was ich verloren hatte, wieder und noch viel, viel mehr. Boah, ziemlich kranke Story, bisschen sassy, oder? Also wenn das stimmt, dann erstmal Respekt. Das ist meine Story, ja, vom ganz normalen Schichtarbeiter, all in nach Dubai, alles verloren, wieder neu aufgebaut. Also was MLM angeht, habe ich ein bisschen Ahnung. So, jetzt ist die Frage, wie funktioniert euer System, wie kommt der Umsatz ab? Es ist letztendlich Provision. Also wenn ich jemanden bringe, dann verdiene ich daran... Ja, aber sag doch das Produkt, Bro. Provision, klar. Also wenn du jemanden einfach nur bringst oder wenn der irgendeinen Umsatz macht. Der muss natürlich investieren, ja. In welche Kryptos investierst du? Wir machen irgendwann mal komplett einen Krypto-Talk. Und diese Person, die von mir kommt... Also hat der eigentlich 2000 Leute quasi unter sich gehabt im Multilevel-Marketing, die verloren haben und er hat gewonnen. Die Möglichkeit, genau das Gleiche zu machen wie ich. Und wenn du Demon dann viele Leute hast, die wirklich aktiv Dankeschön. Sind, die Gas geben, funktioniert das eigentlich relativ easy. Ich würde sagen Lawinensystem. aber okay. Das ist ganz normales Multilevel-Marketing, ja. Und das ist ein Teil. Natürlich auch in andere Sachen investiert, aber erstmal alles verloren. Ja, halt in ein Pyramid-Scheme halt so zu reinvestieren. Dann wieder aufgebaut. Ganz kurz zu der Sache, wie du nach Dubai gekommen bist. Da hattest du noch keine Firma in Deutschland. Dankeschön für den Sub. Nein, also ich war ganz normal angestellt. Ich hatte einfach gar keine Lust mehr auf Deutschland. Ich denke, es geht vielen so. Corona und ab nach Dubai mit null Plan, mit einer Chance, Kapital gehabt, all in gegangen, entweder alles oder nichts. Was für einen Steuersatz hast du hier in Dubai? Null. Komplett 0%? 0%. Das stimmt, ja. Also du musst gar nichts an Steuern zahlen. Wenn ich 1 Million verdiene, bleibt 1 Million bei mir. Hast du hier eine Firma? Also ich habe hier eine eigene Firma, genau. Eine Limited wahrscheinlich, das ist in Dubai so ein Ding. Dubai hat keine Steuern, ja. Zum Thema eigentlich alles was. Na gut, auch keine Frauen. Mit Internet zu tun hat, ist egal, ob ich jetzt auf Instagram irgendwie einen Kurs verkaufe oder ob ich Krypto mache, ob ich MLM mache, völlig egal. Ich würde sagen, ganz kurz, damit wir würden gleich nochmal ins Detail gehen, sagen, lass erstmal die anderen kurz mal alle anschneiden. Ja, Mehrwertsteuer, aber keine Einkommensteuer. Tiefer, ja. Alright, dann der nächste einmal bitte. Er trägt Siegelring. So, hi zusammen. Mein Name ist Dennis Muric, 30 Jahre alt. Und als allererstes möchte ich mich natürlich bedanken, dass ich hier teilnehmen darf bei dieser Show. Ich möchte mich auch bei Asmit bedanken. Du hast mich dazu bewegt, hier teilnehmen zu können. Und so bin ich jetzt auch hier gelandet. Zu meiner Story. Ich habe angefangen damals als Bundeswehrsoldat nach der Schule. 8 Jahre Soldat gewesen und habe einfach schnell bemerkt, okay, das macht alles gar keinen Sinn. Du erreichst so nicht deine Ziele und Träume. Als Angestellter mit 2000 Euro im Monat ist das nicht möglich. Mhm. Und habe danach Möglichkeiten gesucht, ein Business aufzubauen. Habe wirklich viel ausprobiert, vor allen Dingen im Verkauf habe ich gestartet, im Vertrieb habe ich gestartet und habe Sachen verkauft. Physische Produkte, rüber in Finanzprodukte, viel im Trading, im Kryptomarkt. Und dann habe ich mich wirklich so 2017 in den Kryptomarkt verliebt und gemerkt, okay, da ist eine Möglichkeit da, wirklich erfolgreich zu werden und andere Menschen ebenfalls es zu ermöglichen. Digga, wir alle so Kryptokurse verkaufen mäßig und so und selber halt einfach nur auf Big Pots hoffen und immer rein Jackson, Alter. Digga, ich check das halt nicht, ne? Also, keine Ahnung, das ist immer dieses Risikomanagement für andere. Finde ich so schwierig, Digga. Wenn du keine Legacy hast, verkauf nichts. Das ist halt wirklich viel rumgezocke, wenn man kein Research-Team und sowas hat, ne? Dann kannst du halt vor TGE, natürlich kannst du da deinen Reibach machen, aber wenn es halt ein Shitcoin ist oder ein Shit-Project, hast du davon trotzdem gar nichts, Alter. Und somit habe ich gestartet, habe dort rein investiert, habe einen Vertrieb aufgebaut, Kunden aufgebaut und so ergab sich dann heute 13.000 zufriedene Kunden, über 25 Millionen Umsatz in einem auch Multilevel-Marketing-Unternehmen. Was macht dieses Unternehmen? Wir bieten Education an, also Wissen, ein Wissen zu haben, Wissensvorsprung zu haben, vor
allen anderen, um in diesem Markt erfolgreich zu werden. Und dann hat es angefangen, dass es immer größer und größer wurde. Ich habe immer mehr Steuern bezahlt und habe gesagt, alles klar, ich muss das doch irgendwie umgehen können. Also hat er so ein VC-Fund oder was mäßig? Ich habe vieles von Dubai hier gehört und bin nach Dubai gezogen. Da steigen die Steuern. Dieses Jahr, also 2020. Und wir haben hier ein riesen Netzwerk aufgebaut von vermögenden Menschen. Haben gesagt, alles klar, wir müssen diesen Leuten eine Möglichkeit bieten, dass sie ebenfalls ihre Gewinne, die sie jetzt gemacht haben, irgendwie realisieren können. Somit habe ich mich mit einem Geschäftspartner aus Dubai getroffen. Wir haben eine Firma hier gegründet. Um Steuern in Dubai zu zahlen, ohne in Deutschland Steuern zu zahlen. Unique, also einzigartiges Unternehmen. Wir machen Investmentberatungen im Bereich Immobilien, Firmenkonstrukten und haben damit auch schon einen riesengroßen Erfolg erreichen können. Und so habe ich es geschafft, meine Millionen zu verdienen mit harter Arbeit, Fleiß und Kontinuität. Also ihm glaube ich es, ist zwar vielleicht nicht sauber, aber ihm glaube ich es. Du hattest, als du hierher gezogen bist, eine Firma in Deutschland? Ich hatte bereits eine Firma in Deutschland. Wie hast du es dann gemacht, als du hierher gezogen bist? Ich habe die Firma quasi dieses Jahr geschlossen, im Jahr 2020. Man denkt Hülle der Löwen, so wie die dastehen. Ist eine Steuer angefallen? No joke. Steuern sind definitiv angefallen. Die wurden auch sauber bezahlt, ja. Was für eine Steuer? Einkommenssteuer mussten wir zahlen. Mehrwertsteuer mussten wir nicht zahlen, weil es ein Unternehmen im Ausland war. Umsatzsteuer quasi. Alles, was in Deutschland halt nötig ist. Bis Mehrwertsteuer nicht und Umsatzsteuer schon. 45%. Sowas wie Wegzugssteuer oder sowas? Wegzugssteuer kommt immer drauf an. Das kann man nicht verallgemeinern. Es kommt immer drauf an, wie ist deine Lage in Deutschland. Hast du Mitarbeiter, hast du keine Mitarbeiter? Es kommt immer drauf an. Das kann man wirklich nicht verallgemeinern. Aber ich bin auch kein Steuerberater in Deutschland. Deswegen will ich keine Steuertipps für Deutschland geben. Mache mich damit auch strafbar. Und ich rede lieber über Dubai. Ich habe tatsächlich auch Immobilien in Deutschland und auch hier in Dubai. Also ein siebenstelliges Portfolio im Immobilienbereich und muss für die Gewinne in Deutschland durch die Mieter, die ich erziele, ebenfalls Steuern zahlen. Auch wenn ich in Dubai gemeldet bin, muss ich trotzdem, weil dieses Geschäft auf deutschem Boden basiert, Steuern. Es wird in Deutschland erwirtschaftet, das Geld. Okay, ich glaube, er hat schon einen Plan. Aber hast du dort? Wie viele hast du dort? Mittlerweile sind es 4 Immobilien. In Deutschland? Nee, in Deutschland sind es 2 und hier sind es auch 2. Okay, wo in Deutschland? Also ich bin aufgewachsen in der Nähe von Bonn. Dort habe ich auch meine Immobilien gekauft. Es sind 2 Studentenapartments und die habe ich mir durch die Bonität, die ich in Deutschland aufgebaut. Und die 4 Immobilien sind über 1 Mio wert? Gebaut habe, weil ich... Okay. Keine Ahnung, bei so Leuten ist immer, ich kann auch immer viel rumgekappe dabei sein, ne? Leute schönigen gern ihre Net Worth. Mal fleißig Steuern bezahlt habe, mir aufbauen können. Er macht auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck, muss ich sagen. Meine Eltern sind Millionär, haben 20 Millionen oder mehr. Und Daniel, trotzdem bist du ja kein Zap, ne? Ich würde gerne noch mal kurz abschließen. Wie teuer waren die Immobilien dort und welche hast du hier und wie teuer waren die? Ja, die Preise in Deutschland sind sehr, sehr hoch. Deswegen befürworte ich Deutschland gar nicht mit Immobilien, weil die Rendite dort einfach nicht vorhanden ist. Die eine hat 192.000 gekostet. BS, dass keine Rendite in Deutschland vorhanden ist. Die andere 100. Bro, ever heard of Wertsteigerung? 82.000 und die 2 Häuser in Dubai jeweils 450.000. Okay, ich würde sagen, wir gehen gleich nochmal ins Detail. Ich würde sagen, wir machen erstmal mit dem nächsten weiter. Ihm glaube ich es irgendwie voll. Der Anzug sitzt sehr gut, Mann. Der ist maßgeschneidert. Okay, hello. Thanks for having me. Sehr geil, dass ich hier sein darf. Und ich möchte mal mit einem Grund anfangen, mit einem Motiv, warum ich heute hier bin. Erstmal, Ahmed hat mich eingeladen. Ich möchte heute in den nächsten paar Minuten meine Story erzählen. Und ich möchte Menschen, die sich gerade was Eigenes aufbauen. Fuck, Mann. Er ist real, Digga. Schweizer, er ist real. Und er ist richtiger Verkäufer, Digga. Er fängt direkt an, sein Programm zu verkaufen, Bro. Und der Bre hinten denkt sich auch, ich habe gar keinen Bock mehr. Digga, er fängt gleich direkt an, mit Raffling um sich zu schmeißen. Passt auf. Die aber nicht so wirklich vorankommen, die irgendwo Challenges, Probleme haben. Nein, Spaß, der wurde als Millionär geboren. Kurz vorm Aufgehen sind, motivieren, niemals aufzugeben. Er schaut auch direkt in die Kamera. Guck mal, die anderen denken so, Bro, er denkt gerade auch schon, ich investiere, glaube ich. Ich wollte kurz erzählen. Aufgegeben, als es nicht gelaufen hat, dann wäre ich heute nicht hier in Dubai. Ich lebe in Dubai, ich liebe die Stadt und was ich mir aufgebaut habe, ist erst der Beginning. So viel mal dazu. Ich werde euch die Story erzählen. Ich fange ganz zu vorne an, ich würde gerne ein bisschen ausholen, damit man den Kontext versteht. Ist es in Ordnung für euch? Vollkommen in Ordnung. Super. Ich komme aus dem Profisport. Ich habe Judo gemacht. Judo kennt jeder von euch? Okay. Kampfsportart, ne? McGregor ist kein Judoker, aber man sieht es an meinem Outfit. Er beeindruckt mich. Ich finde ihn sehr geil, deshalb ziehe ich mich auch so an. Ich war sehr erfolgreich in meinem Bereich. Ich komme aus Österreich. Ich war Nummer 1 in Österreich für 2 Jahre und ich habe mich dann sehr schwer verletzt. Ich habe mir das Kreuzband gerissen, mir das Seitenband und den Meniskus abgerissen im rechten Knie. Er kommt ein bisschen zu vorbereitet rüber, oder? Boah, ich würde das gerne Judo Österreich googeln, ob ich ihn da sehe. War an meinem 18. Geburtstag und von da an hat sich mein Leben schlagartig verändert. Ich habe den Sport, den Rücken gekehrt
um eine neue Karriere zu starten. Und ich bin damals ins Network Marketing gekommen. Haben wir ja schon einige Stories hier. Digga, alle mit MLM und Dropshipping und Krypto ihr Geld gemacht, bei Gott. Nur der Unterschied war, ich war 4 Jahre, ohne Scherz, erfolglos. Ich habe mich zwar so gegeben und so gespielt, als wäre ich eine große Nummer, war nicht authentisch, war nicht... Fake it till you make it. Nicht ehrlich, war nicht echt. Ich war 5 Jahre lang auf einem Punkt, wo ich nie wirklich Geld verdient habe. Dann ist Folgendes passiert, ich habe hinterfragt, warum ich keinen Erfolg habe, was falsch an mir ist, wo meine Engpässe Probleme liegen. Und ich habe 2 Engpässe aufgedeckt. Das erste war, ich habe verstanden, ich kann nicht verkaufen. Das war das erste. Das zweite war... Der verkauft die ganze Zeit gerade. Was uns alle betrifft. Wir Menschen sind emotionale Lebewesen. Ich hatte... Digga, wenn er lügt, ist er Psychopath. Keinen Plan von Bewusstsein. Ich hatte keinen Plan von Emotionen. Ich hatte keinen Plan, wie der Mensch funktioniert. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ich habe einen Menschen kennengelernt, meinen allerersten Coach damals, 2019, vor 3 Jahren. Habe damals angefangen im Verkauf, weil ich diesen Skill, diese Fähigkeit lernen wollte. Und dieser Coach hatte einen Mentor, mit dem ich heute noch arbeite. Und der hat mich gelehrt und geschult im Bereich emotionale Intelligenz, im Bereich Bewusstsein, wie ich mich selbst verändern kann. Und so habe ich mich verändert. Ich habe Alter, also der Bray mag maximal sympathisch sein, aber ich kann solchen Leuten nicht lange zuhören, Digga. Im allerersten Jahr angefangen im Verkauf, bei komplett null. Ich habe 14 Stunden am Tag gearbeitet. Ich wollte diese Fähigkeit des Verkaufs erlernen. Und mit meinem Coach zusammen habe ich in den ersten 10 Monaten für ihn 1,1 Millionen Euro Umsatz erbracht. Umsatz. Nicht mein eigener Gewinn, nicht Cashflow. Umsatz. Und dann habe ich verstanden, ich kann verkaufen. Ich habe eine Fähigkeit, ich habe einen Skill. Was wäre, wenn ich das, was ich für andere Leute gemacht habe, für mich selbst mache? Und dann habe ich in Dubai eine Firma angemeldet. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe Unternehmen akquiriert, die zwischen 1 und 10 Millionen Euro Umsatz machen, in der Dienstleistungsbranche, spezialisiert auf Software. Und habe mit diesen Unternehmen Systemvertriebe aufgebaut. Ich habe Leute ausgebildet, gecoacht mit dem, was ich gelernt habe. Ich habe diese Personen in das Unternehmen integriert, dass diese den Vertrieber hochziehen und ich coache nur mit dieser eine Person. Ah, er hat also so ein neues Vertriebssystem für Unternehmen aufgesetzt. Aktuell betreue ich 8 Klienten, sind 8 Unternehmen. Und pro Unternehmen habe ich einen Prozentsatz am Umsatzbeteiligung von 8-15%. Das variiert natürlich. Und diese Unternehmen bewegen sich zwischen 1 und 10 Millionen Euro. Und diese baue ich zeitgleich gerade auf. Das ist meine Story. Okay, danke dir erstmal für die Story. Was sagt ihr? Also er macht so Consulting. Ich kann dazu vieles sagen. Also erstmal, dein Coach hat sich gelohnt. Du kannst gut Storytelling. Das war ein sehr guter Satz, den du gerade gesagt hast. Mit Anfangspunkt, Drama, Problem, Lösung, sehr, sehr gut. Ein bisschen lang, ein bisschen kürzer wäre gut. Aber sonst, du kannst reden, du kannst dich artikulieren. Und so, und ich kann mir vorstellen, dass du vor Unternehmen gut sprechen kannst. Nur ich habe jetzt gar nicht richtig verstanden. Machst du Unternehmensberatung? Ja, dachte ich mir auch so. Er hat recht. Ich bin Unternehmensberater, richtig, weil ich habe eine Form, eine Done-With-You-Dienstleistung. Ich bilde Vertriebsleiter aus und baue die praktisch ins Unternehmen ein, damit die Done-For-You etwas aufbauen, kreieren, den Vertrieb leiten und managen. Das ist eine Done-With-You-Dienstleistung zwischen Unternehmen und mir selbst und meiner Agentur. Wie kamst du damals auf deinen Coach? Hast du den bezahlt oder habt ihr ihn per Zufall kennengelernt? Oder? Er hat Verkäufer gesucht. Er hat damals selbstständige Verkäufer gesucht für seinen Vertrieb und ich habe gemerkt, ich kann nicht verkaufen. Und der geiles Video, by the way, muss man ehrlich sagen, sehr gutes Video. Und wenn ich bei ihm Verkäufer bin und von ihm jeden Tag lerne in seinem Office, ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich diese Skills selbst aufnehme und genau zu dieser Person werde. Und genau das habe ich gemacht. Was hast du dann bekommen an Provision, wenn du was verkauft hast? Zwischen 10-15%. Also er hat ein sehr gutes Auftreten. Er weiß auf jeden Fall, wovon er spricht. Ist halt die Frage, ob er jetzt wirklich Millionär ist. Er kann ja auch normaler Unternehmensberater sein. Er kann ja auch die Story von seinem Freund erzählen. Nö, ich kaufe ihm Vorlab, dass er Unternehmensberater ist. Oder ich glaube ihm das schon. Also das Auftreten, das merkt man halt. Das merkt man. So krass mit Energie. Ich finde den ersten bis jetzt am sassesten. Und Power und richtige Überzeugung an so eine Sache ranzugehen, das kannst du nicht, wenn du so hierher kommst und so tust. Weißt du? Doch schon. Aber so krass, wie er das gemacht hat. Vielleicht ist er ja auf dem Weg, seine Million aufzubauen, aber hat noch keine Million. Was für eine Uhr trägst du? Ich brauche keine Uhr. Du brauchst keine Uhr, warum? Nee, absolut. Ich habe auch kein Auto, weil ich alles in mich selbst investiere. Wie habe ich denn so gelernt zu sprechen, so aufzutreten, so an mir zu arbeiten? Ich zahle für meinen Coach 1000 Euro netto pro Stunde. Was macht? Okay, er ist schon sehr, sehr drin. Ich glaube, der Typ ist ein Deepfake, ja, Mann. Was mit deinem ganzen Geld? Ich investiere es in mich. Ich investiere es in Krypto zum Beispiel. Ich habe Cardano bei 30 Cent gekauft. Ich habe Avalanche bei 10 Dollar gekauft. Ich habe ein paar gute Händchen. Ich investiere extrem in mich selbst und ins Business selbst wieder, um Cashflow zu generieren, weil Cashflow ist King. Wie bist du hier unterwegs? Wie fährst du mit Taxi? Oder? Absolut mit Taxi. Warum? Weil ich arbeite den ganzen Tag und wenn ich nicht arbeite, habe ich Möglichkeiten, dass ich meine ganzen WhatsApp- und Slack-Benachrichtigungen, Messages arbeite. Du hast ja Slack ist ein wichtiges Tool, um Dinge zu koordinieren und so. I don't know. I guess he's not talking bullshit so. Gewisse Außenwirkungen. Jetzt trägst du ja auch einen Anzug zum Beispiel, willst ja gut rüberkommen. Brauchst du bei einigen, meinst du nicht, dass es einen besseren Eindruck macht, wenn du da, keine Ahnung, eine Rolli ziehst oder sonst? Also das ist so schwachsinnig, Digga. Ich habe mir noch keine Uhr in meinem Leben gekauft, Alter. Und ich bin finanziell auf jeden Fall auf einem stabilen 1000 Euro Nettogehalt. Was? Ja, gerade in Dubai? Es wäre sicher ein Vorteil. Du machst ja keinen guten Eindruck, ja. Das kann ich mir auch machen. Ich habe auf Liquide, auf unserem
unserem Firmenkonto Emirates NBD haben wir um die 800.000 Euro. Es würde schon gehen. Noch eins, wenn du nicht der Millionär bist, müssen wir danach kurz reden, dann mache ich dich zum Millionär, okay? Okay, Deal. Warum hat er gerade Deal gesagt? Wenn du Millionär bist, willst du... Connections. Millionäre verknüpfen sich mit Millionären. Gleiches zieht immer Gleiches an. Drum hat er mich gefragt. Alles klar, dann machen wir... Ist er hier auch Millionär oder was? Und den nächsten, Alter. Stabiler Typ, Respekt. Ich glaube bei ihm vielmehr, dass er auf dem Weg dahin ist. Hey guys. Hello. My name is Ayman, 29 years old. I was born and grew up in Azerbaijan, studied university there, had many different jobs. I got married, have two kids, then got divorced, mm-hmm. went through a depression period, and after that, I transformed my life again. So I started working again and actually found a nice job. But after a few months, I understood that it's not enough. I have bigger dreams. In Azerbaijan, there is always this invisible ceiling that you cannot go up in the career. So I mm-hmm. decided to move to Dubai. I left everything in Baku. End of 2019, I had a little money saved. We celebrate 2020 and Corona starts. They lock up everything. I get stuck at home, nothing. I go through my savings. Und dann kam's ihm, Krypto. I cannot work, I cannot do anything. 2020 around June, they opened up everything in Dubai. So I started looking for a job. Same time I was following people on Instagram, real estate agents. Oh, real estate, okay. Instagram in Dubai. So I see this guy, he's posting a video of his company and I text him like, hey man, like my name is Ayman and I know 5 languages and this and this and this. This is my background. Can you get me an interview? And he's like, sure. I passed the interview. A few days later, they send me the job offer. I start Als Makler, okay. In Dubai, der Immobilienmarkt würde es tatsächlich hergeben sogar. So in real estate, you don't know when you're gonna have the sales. And during that time, I had no money. And in February, I post a video from a building. That building, address JBR. I post a video and a very far friend of mine texts me and is like, nice view, can I come and see the apartment? She comes and sees the apartment a few days later and she's like, Ayman, I have a person who's interested in that apartment. I was like, okay, let's go and see it. We go, there comes a local guy, very rich. He looks at the apartments and is like, I want this one and this one. 3 apartments, $5 million price. And he buys it and he does. Ja, sagen wir mal, Maklerquotage von 6%, vielleicht 10% in Dubai. He doesn't even ask me any questions. He's like, this one, this one, this one. And he goes and I was like, what's happening? That was my first deal, around $5 million. From there, I have closed around $30 million up until now. And with how much savings you come to Dubai? I had around $3,000-$4,000. Also, ich find vorne links wirkt auf mich sehr, sehr authentisch. Also für mich persönlich sind die 2 in der Mitte am authentischsten. Also wo ich denke, die sind auch... Würde ich auch sagen, ich glaube der erste. Sagen, links ist auf jeden Fall Millionär. Bei ihm, allein durch seine Art, es wäre komisch, wenn er kein Millionär wäre. Aber er kann ja auch so mit Herz dabei sein, dass er Millionär werden will, weißt du? Ist auf dem Weg dahin, das könnte... Er hat die Sonne zum Untergehen geredet, er ist es. Natürlich auch sein, aber seit wann machst du das nochmal? Also in Dubai wohnen tue ich jetzt seit August erst hier. Die Firma habe ich aber schon viel länger. Das, was ich mache mit... Der quatscht so viel, Mann, ich glaube, er ist es. Also entweder 1 oder 2. Systemvertrieb, wo ich für... Die Firma hast du hier angemeldet oder ist die noch in Deutschland? Ich habe hier meine Firma. Was macht der zweite nochmal? Krypto irgendwas, ne? Das war so. Der zweite war es nicht so, ne? Ich habe eine FZCO. So davor eine Firma in Deutschland? Ich hatte nur ein Einzelunternehmen. Das habe ich dann aber direkt abgemeldet. Also für mich ist eigentlich klar, dass die 2 in der Mitte Millionäre sind. Also in dem finde ich noch, weiß ich noch nicht ganz. Okay, dann würde ich sagen, vorne links. Der wirkt für mich erstmal am authentischsten. Dankeschön. Wie viel Umsatz macht deine Struktur im Monat, dass du davon 80.000 im Monat ab... Also das ist alles zusammengerechnet, ja. Also jetzt nicht nur durch die Struktur, ja, sondern auch durch den allgemeinen Kryptomarkt. Aber so ein Durchschnittsumsatz jetzt in letzter Zeit, es wächst halt immer. Das kann man nicht genau sagen, aber sind so bestimmt 200.000, 300.000 monatlich easy. Im Monat. Und davon gehören dir... Also du hast die Möglichkeit, bis zu 70% zu verdienen, ne? Also ich bin in diesem Network-Marketing-Thema gar nicht drin. Ich bin auch gar nicht drin. Ihr habt was verpasst, ja. Egal was, das ist meiner Meinung nach das fairste Geschäft, weißt du? Network Marketing das fairste Geschäft, if you stand high above, for sure, man. Arbeitest du viel, verdienst du viel, arbeitest du nichts, verdienst du halt nichts, ja. Ja, also ich würde mal so sagen, Fabian, was sagst du, real oder nicht real? Ich sage, er ist real. Jamo? Ich sage auch, er ist real. Artyom? Wahrscheinlich ja, ja, doch. Ich würde auch sagen, ja. Also ja, kannst du einmal raus, wir halten nicht für echt. Dankeschön. Puh, schwierig.
Schwierig. Jetzt wird es langsam schwierig. Was sagt ihr denn zu dem Linken? Ja, ich würde jetzt mal einen von denen, die safe sind. Also der guckt und er wird schon Milliardär, Alter, ich denke mir. Der da Mitte, ne? Ja, der Bruder. Der ist brutal. Ich glaube, der hat kein Auto, der hat eine Yacht, Mann. du hast so ein gutes Auftreten. Also ich würde sagen, dass er echt ist, oder? Ich würde sagen, dass der Linke echt ist. Ja, der auch. Ja, beide, Bruder. Sag mal eben, das Geld, was du gemacht hast, hast du gemacht, als du schon hier gewohnt hast? Oder schon? Ja, als ich die Firma hier hatte. Ich bin alle paar Monate hierher geflogen, damit mein Visa am Leben bleibt. Der quatscht so viel, Digga. Also immer noch fake it till you make it, aber ich glaube, er ist es. Also ich glaube, er ist so richtig. Nein, er ist echt, Mann. Er ist echt. Ich will 100%. Ich glaube, er ist wirklich real. Was waren die drei wichtigsten Business-Bücher, die du gelesen hast? Drei wichtigste Bücher. Also für mich hat die Macht ihres Unterbewusstseins von Dr. Joseph Murphy. Absoluten kranken Einfluss. Psycho Cybernetics. Das war. Ich habe kein einziges fucking Businessbuch gelesen, bin still Millionär, so what the fuck. Auch ganz krass. Und Think and Grow Rich. Also alles im Bereich Mindset und Bewusstsein. Okay. Wann wurdest du Millionär? Die Frage muss spezifisch sein. Wann ich die erste Million am Konto hatte oder Umsatz generiert habe? Dieses Jahr im Mai. Doch, Bruder, komm, ganz schnelle Sache, ehrlich jetzt. Man darf nicht vergessen, es sind ja auch Schauspieler dabei. So, und wir hatten auch schon Schauspieler. Du kriegst es ja hin, dich 2 Stunden hinzustellen und wirklich ein gutes Auftreten zu haben. Aber nicht so. Was war jetzt dein Anreiz, hier speziell in der Folge mitzumachen? Heute hier, um das zu teilen. Ich war 5 Jahre lang, hatte ich keinen Erfolg. Der will selber sein Programm verkaufen. 5 Jahre lang habe ich von meinem Barkeeper-Job gelebt und habe nie aufgegeben. Und diese Message möchte ich jeden draußen mitgeben. Möchtest du jetzt quasi andere Leute motivieren, Gas zu geben? Absolut, weil ich sehe, was es in meinem Leben bewegt hat, wo ich heute stehen darf, weil ich nicht aufgegeben habe. Du erhoffst dir jetzt durch die Show keinen Eigennutzen oder? Brauche ich nicht. Brauche, wenn mir der Rolex schenkt, dann schenke ich sie weiter. Cooler Typ. Aber was sagst du denn? Real oder nicht real? Mich wirkt er authentisch. Der hat das richtige Mindset. Ich sag erstmal. Sagst du? Ja, der haut viel zu viel auf einmal raus und so. Der weiß, wovon er redet. Also. Ja, ich würde auch sagen, ja. Okay, dann darfst du einmal, denk einmal auch, rausgehen. Ja. Ach, ich bin gespannt. Ja, der kann Millionär sein, aber Milliardär, Digga. Ich glaube links D-Squared. Alright, Dennis, wie geht's dir heute? Geht's dir gut? Hervorragend, wie geht's dir? Mir geht's top. Was für ein Privatvermögen hast du? Ich habe mehrere Millionen in meinem Krypto-Portfolio. Also es ist auf jeden Fall 7-stellig. Ich habe einen Verdienst, der ist 6-stellig jeden Monat. Ich habe das Krypto-Geschäft am Laufen mit der Education-Plattform, wo wir natürlich sehr, sehr viel Umsatz generieren. Nein, ich spreche jetzt nur vom privaten Vermögen, also deine Vermögenswerte, sprich Immobilien, Krypto, Kontostand. Das Immobilienportfolio ist ja bereits 7-stellig und das Krypto-Portfolio ist ebenfalls 7-stellig. Die beiden Punkte, die 2 Vermögenswerte sind 7-stellig. Wie viel zahlst du? Boah, weiß ich nicht. Für die Häuser hier an den Nebenkosten? Wie gesagt, die werden ja noch gebaut. Ach so. Das ist ein Pre-Launch und ich muss alle 3 Monate für beide Immobilien jeweils $30.000 zahlen. Also insgesamt $60.000, bis die 50% erreicht worden sind. Das ist so Standard in Dubai. Was für ein weirdes Modell. Und deswegen muss ich wirklich alle 3 Monate tief in die Tasche greifen. Und das wäre nicht möglich, wenn ich nicht nur einen Verdienst hätte oder ein passives Einkommen durch Kryptowährungen. Aber wenn ihr noch jeden Monat 6-stellig verdient, das ist so 100.000 und dann alle 3 Monate 30.000 bezahlen muss, dann muss er jeden Monat 10% von seinem Gesamteinkommen runtergerechnet quasi nur bezahlen. Das ist jetzt nicht so viel. Was ist deine größte Krypto-Position? Veracity. Das war ein Tipp von uns, den wir weitergegeben haben. Veracity kenne ich, glaube ich, sogar. Haben auch in die Community, da haben wir investiert, wo... Nein, 60.000 alle 3 Monate ist falsch. Alle 3 Monate hat er doch gesagt 30.000. Das war Anfang des Jahres, da war der Kurs noch ganz weit unten. Mittlerweile war er schon bei 15.000%. Also er hat über 15.000% erwirtschaftet. 15.000%. Als Krypto-Bro würdest du eher in Xen rechnen, nicht in Prozenten. Und dann kann man sich das ja vielleicht mal ausrechnen, was man aus 10.000 Euro allein mit diesem Investment erreichen konnte. Bis bei 1,5 Millionen. Okay, auf welchen Wallets hast du die Coins? Verschieden. Also ich empfehle grundsätzlich immer dezentrale Wallets und jetzt keine Börsen oder Exchanges, weil, wie der Kamerad eben schon gesagt hat, er wurde gehackt. Deswegen würde ich da niemals Geld lagern, genau aus diesem Grund, sondern eben alles dezentral. So gut es geht dezentral, definitiv. Weil dort kannst du nicht gehackt werden. Du bist deine eigene Bank, du hast einen Private Key, alles ist auf Blockchain-Basis und du kannst nicht gehackt werden. Es läuft dezentral. Also ich find ihn authentisch. Ich auch. Mein Bauchgefühl, ich sag, traue mich nichts zu sagen, aber mein Bauchgefühl sagt, dass es der Fake-Millionär ist. Ja, bei mir auch. Weil dafür war er einfach zu authentisch. Vor allem, guck mal, ich habe einen Kollegen, der auch in seiner Firma arbeitet und er ist Nummer 1 Makler gerade dort, vom Dingens Umsatz her. Und sein Gesicht habe ich dann noch nicht auf der Trophäenwand gesehen. Jaro ist der Top-Performer in the whole company.
He at least is 3-4 times bigger than me. No wonder you see him on the wall. And I didn't say I am the only millionaire in the company. Aber wenn er dreimal größer ist als er, dann... Ist er niemals Millionär, ne? Ja. Okay, das heißt, ich gehe davon aus, dass er da auf jeden Fall arbeitet, kann ich mir vorstellen. Ja, klar. Aber dass er kein... Als Makler Millionär zu werden innerhalb von einem Jahr ist schon schwer, ne? Ich glaube schon, dass er halt auch was hat, aber er ist... Und das ist French Montana nach der Impfung. Halt noch nicht an einer Million, so, weißt du? We think you have like maybe 500.000 or something like that. So you are good in your job, but maybe you are not the millionaire, you know? Fabian, was sagst du denn? Ich glaub's ja. Ich glaube, der Linke ist Millionär, weil er in Vera City investiert hat. Habe ich auch Anfang des Jahres. Es wäre auch dumm, sich als Network-Marketer, weil das ist ja jetzt 100%, gehe ich mal stark von aus, sich hinzustellen und dann kommt am Ende raus, dass er der Fake-Millionär ist. Ich weiß ja nicht genau, wie es abläuft, aber Network-Marketing lebt ja davon, dass du Leute quasi anwirbst. Das heißt, es ist ja total beschissen, wenn du dann ins Internet gehst und ich glaube, der Makler ist real. Bock hat, ja, doch, komm, scheiß auf. Okay, was sagst du denn, Fabian? Ich sag, der Linke ist Millionär. Jamo? Für mich ist das schon, ich sag ehrlich. Also ich bin safe. Deswegen, egal was du sagst, die Mehrheit ist sowieso für den Linken. Ja komm, ich bin auch für ihn. Bist du auch für den Linken? Wenn er mich zum Millionär macht, dann bin ich bei ihm. Okay, dann sind wir uns einig. Du bist der echte Millionär, deswegen dürfst du einmal rausgehen. Ihr dürft noch nicht auflösen. Wir machen jetzt die Auflösung. Alright, dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Auflösung. Heute machen wir die Auflösung besonders, denn wir werden gleich in die Tiefgarage reingehen. Und alle echten Millionäre werden quasi mit einem Auto vorgefahren kommen. Und der Fake-Millionär wird zu Fuß laufen. Geil, oder? Deswegen top. Würde ich sagen, gehen wir einmal nach unten. Alright, Freunde, also, wir machen jetzt die Auflösung hier. Wir machen sie jetzt so. Die Millionäre kommen mit dem Urus vorgefahren und der Fake-Millionär wird zu Fuß laufen. Meint ihr, wir liegen richtig? Ich weiß es nicht, oder? Ich weiß es nicht. Safe? Okay, deswegen, wir machen es jetzt so. Wir drehen uns einmal alle um und dann kommt der Lambo vorgefahren, okay? Einmal alle umdrehen, Jungs. Sehr, sehr nice Video vom Schnitt her und so. Ist ein bisschen über-epic so. Aber ich finde es doch schon sehr unterhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Können wir es öfters reinziehen, oder? Chat, was sagt ihr? Der eine hat kein Auto. Aber der eine hat Führerschein. Der eine kommt mit Taxi, ja, Mann. Oha. Liegen sie tatsächlich richtig oder ist der eine Schauspieler? Es ist der Schauspieler! Crazy, Mann. Nein! Digga! Hä? Ich hab's doch gesagt, hab ich's nicht gesagt? Hab ich's krass! Nicht gesagt? Also, Bruder, wir müssen mal gleich reden. Ey, heftig, Alter. Jungs, wir liegen falsch. Der Typ ist einfach Milliardär. Falsch. Er ist einfach GTA-Roleplayer. Jungs, realisiert ihr gerade, dass wir falsch liegen? Wir sind in Dubai und liegen falsch. Wir sind falsch gelaufen. Wir haben eigentlich recht, aber er weiß das noch nicht. Heftig. Du bist krass. Was machst du denn? Was mache ich wirklich? 95% von meiner Story stimmt. Das ist alles schon in meinem Unterbewusstsein manifestiert. Es fehlt nur noch die Zeit. Ich habe im August 2020 komplett bei Null gestartet. Mit Vertrieb. Das war vor 15 Monaten. Ich habe in 15 Monaten das, was ich heute gemacht habe, aufgebaut. Dieses Skillset, diese Fähigkeiten, dieses Bewusstsein, dieses Auftreten, diese Energy, diese Selbstachtung. Aber hast halt kein Geld. Kam alles aus den letzten 15 Monaten. Das bin ich heute. Du hast uns alle überzeugt. Ja. Kommt alles noch. Das war genau, wie sie eigentlich gesagt hat. Spätestens genau bei dem Punkt, wo er gesagt hat, wenn du kein Millionär bist, dann zeige ich dir, wie du einer bist. Und ich habe Deal gesagt, ja, und deswegen, da hast du mich fast gehabt. Ja. So, aber wäre ich nicht schlagfertig, wäre ich dann eingebrochen. Aber ich bin so schlagfertig gewesen, dass ich dir irgendein Argument in den Kopf gehauen habe, was überhaupt nichts damit zur Sache tat. Und du hast es auch geglaubt. Und dann hast du den Mund gehalten. Das ist Verkauf. Du bist stark. Just the beginning, man. Just the beginning. Digga, erzähl's durch, Mann. Okay, ey, dann an der Stelle muss man sagen, wir lagen leider falsch, Jungs. Wir lagen einfach falsch. Krass, Mann, aber gut, aber ein spannendes Video. Irgendwas zum Pushen, wollt ihr irgendwas erwähnen? Stark, Mann, ich finde ganz gut, no joke. Ich bin tatsächlich noch kein Millionär, not yet, es wird nicht lange dauern. Finde ich ganz geil. In den nächsten 12 bis 18 Monaten habe ich vor, die erste Million zu knacken. Aber es geht mir tatsächlich nicht. Also ich habe wo Marketing-Level-mäßig und sowas, Multilevel-Marketing, bin ich ja komplett raus. Da habe ich gar keinen Plan von. Ich bin da auch immer sehr vorsichtig und würde sowas niemals irgendwem unterjubeln, anbieten, was auch immer. Aber ich sag's ehrlich, ich würde mich auch mal da in der Jury sehen. Vielleicht spotte ich ja den Fake-Millionär. Vielleicht bin ich ja auch der Fake-Millionär-Chat. Vielleicht bin ich ja gar kein Millionär. Vielleicht bin ich ja todesarm. Vielleicht bin ich schon Milliardär. Vielleicht bin ich Multimillionär. Vielleicht bin ich aber auch seit 3 Monaten tatsächlich nur noch eine KI, die mit euch redet, weil der echte Revi entführt worden ist von russischen Hackern. Man weiß es nicht. Bleibt also dran. Es wird weiterhin spannend, meine Freunde. Man kann es nicht wissen. Wann hast du die Millionen geknackt?